Und guten Morgen, heute hier aus Lissabon, Portugal. Ich schicke euch heute ein Morgen-Yoga-Flow, mit dem du deinen Tag beginnen kannst, optimal starten kannst, bei dem du dich dann in deinem Körper gut und wohl fühlst, du dich auch genährt fühlst in deiner Atmung und bei dir angekommen, sodass du deinen Tag wunderbar und voll genießen kannst. Lass uns anfangen im Sitzen. Finde eine gute, aufrechte Sitzposition. Und beginn deinen Oberkörper kreisen zu lassen. Erlaub dir, deine Augen zu schließen. Tief ein- und ausatmen. Weck deine Wirbelsäule auf. Erlaub dir die ganze abgestandene Luft, die, wenn wir flach atmen in der Nacht, in unserer Lunge drin bleibt, aus deinem Körper rauszufließen, so als ob du die Fenster öffnest von deiner Körperwohnung, von deinem Körperhaus. Wechsel die Richtung. Nimm den Kopf mit, nimm den Nacken mit, rotiere über das Hüftgelenk. Einatmen nach vorne. Ausatmen. Und wenn du magst, dann nimm die Hände mit. Lass dich durch den Mund ausatmen. Das kommt daher, das sage ich daher, weil es mittlerweile schon viele Studien gibt zu emotionalem Loslassen, zu Anspannung im Körper. Und das, was wirklich hilft, tiefe Verspannungen, Gefühle, Emotionen abzugeben, loszulassen, wurde festgestellt, ist durch eine tönende Ausatmung. Nimm das mit, genieß das. Arme nach oben. Zieh dich links und rechts hoch. Öffne die Flanken. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, schüttel dich ab und puste die Lippen. Nochmal einatmen. Puste die Lippen. Super, bring die Hände zu deinem Kiefer. Oh, massiere dein Kiefergelenk. Wir halten so viel Anspannung im Kiefergelenk. Wenn wir unter Stress geraten, viel zu tun haben, dann beißen wir die Zähne zusammen. Oh, erlaub dir. Oh, dein Kiefergelenk. Wunderbar. Und ich freue mich über eure Likes und Kommentare, über eure Herzchen. Gut, dann kommen in eine Viererkette. Hände direkt unter den Schultern, Knie direkt unter den Hüften. Zehen sind aufgestellt und verbinde dich mit deiner Atmung. Einatmen, öffne, Kiefer weit aufmachen, ausatmen, wärmen. Bereite dich vor für deinen neuen Tag. Stell dir vor, dass du mit jedem Atemzug dich mehr öffnest für all das Tolle, das das Leben dir bietet. Und dann lehn dich zurück nach hinten in die Stellung des Kindes. Leg die Stirn am Kopf, am Boden ab, roll den Kopf von links und rechts, Arme vorne ausgestreckt. Und dann stell die Fingerkuppen auf, zieh dich langsam Steißbein bis zum Kopf, schaff Länge. Und hier türen wir drei um. Atme tief ein. Einatmen, komm nach vorne. Ausatmen, zieh nach oben und hinten zurück zum Mund mit dem Gesicht nach oben. Beug und streck abwechselnd die Beine.
Und während du das umgefühlt hast und gespürt hast, wie die Energie, wie die Vibration vom Steißbein bis zum Kopf nach oben fließt und dich füllt, dann lass diese Verbindung jetzt im Mund noch weiter bestehen. Tief ein- und ausatmen. Kiefer öffnen. Einatmen, rechtes Bein nach oben und beginn dein Fußgelenk zu kreisen. Bring die Gelenkflüssigkeit wieder ganz rundherum. Knie beugen, Hüfte kreisen, tief ein- und ausatmen. Wunderbar. Einatmen, Bein hoch, ausatmen, zieh. Zieh dein Knie zu deinem Kopf. Einatmen. Aus durch den Mund. Nochmal tief ein. Und aus. Und stell deinen Fuß zwischen die Hände. Vererde dich gut über die Füße. Aktiviere deine Mulabandha, dein Kraftzentrum. Anuskarinien, Beckenboden anspannen. Uddiyana-Bandha, Bauchnabel nach oben. Schafflänge, nimm die Länge mit einem Ruck und wir kommen hier in die Feueratmung. Stärke dein Kraftzentrum im Solarplexusbereich, dein Willen, dein Fokus. Und dazu zeige ich dir eine ganz tolle Atemübung. Einatmen die Hände hoch und ausatmen Feueratmung. Tief ein, atme alles aus, zieh die Hände zu deinem Bauchnabel, aktiviere deinen Beckenboden, zieh den Bauch nach oben, halte die Energie, spüre das Feuer, die Kraft in dir, verbinde dich mit deinem Zentrum, halte so lange du kannst. Und dann einatmen, fließ nach oben und hinten, Kriegerstellung und visualisiere über deinen Händen, das, was es ist, was du heute, diese Woche, dieses Monat fühlen und erleben willst. Vielleicht ist es eine Präsentation in deiner Arbeit, vielleicht ist es ein Gespräch mit deinen Freunden, vielleicht ist es die Creation, die Kreation von einem neuen Projekt. Visualisiere es über deine Hände. Wunderbar. Einer bezieh dich nach vorne. Rechter Arm nach unten, linker Arm nach unten, zieh dich lang, achte darauf, dass du die Füße ausgeglichen hast, Knie auf der Seite und den Arm über das Ohr, schaffe Raum in deinen Seiten, atme die alte, abgestandene Luft aus. Wunderbar, kreis nach unten und jetzt zieh das rechte Bein nochmal nach oben, lang werden, schaff Länge vom Steißbein bis in die Fingerspitzen. Und stell dann das Bein an. Zieh dich nach vorne. Plankenposition. Kreise mit deinem Oberkörper. Aktiviere dein Zentrum. Tief ein und immer wieder. Kiefer locker, locker, locker. Knie, Brust, Stirn am Boden ablegen. Wunderbar. Mach die Beine lang. Geht dein Becken nach vorne, Steißbein nach vorne. Aktiviere die Knie. Oberschenkel sind angespannt. Und dann aktiviere deinen Bauchnabel. Zieh dich vom Bauchnabel auseinander. Zehen und Fingerspitzen. Stärke deinen Rücken. Wunderbar, dann leg die Beine ab, Hände neben die Ohren und zieh dich hoch. Hände ablegen und
und drück dich wieder nach oben, hinten zum Mund mit dem Gesicht nach unten. Beug abwechselnd die Beine, linkes Bein, rechtes Bein, beugen und strecken. Tief ein, durch den Mund ausatmen. Das linke Bein nach oben. Beginnen auch hier die Gelenksflüssigkeit gut zu verteilen. Knie beugen und Hüftgelenk schmieren, ein bisschen Vialflüssigkeit. Nochmal lang und zieh das Bein nach vorne zum Kopf. Ausatmen. Zweites Mal. Drittes Mal. Und stell den Fuß zwischen die Hände ab. Feueratmung auf der Seite. Verwurzel dich gut über die Füße in der Erde. Aktiviere deinen Beckenboden. Anspanne den Beckenboden, anspanne den Bauch nach oben und die Arme neben die Ohren. Einatmen, komm hoch. Zieh die Oberschenkel isometrisch zusammen. Richte dein Becken aus. Schultern über den Hüften. Einatmen. Schür dein Feuer. Und letzter Tief ein. Alles ausatmen. Squeeze. Drücke Beckenboden aktiv. Bauchnabel nach oben und innen. Halte. Halte den Atem, halte das Prana, halte die Energie. Spüre dein Kraftzentrum, Solarplexusbereich. Atmen, anhalten. Yes, und dann öffnen die Arme. Puh. Kriegerstellung 2. Visualisiere vor deiner Hand. Was ist es, wo du deine Energie, deinen Fokus hinlegen möchtest? Tief ein, ausatmen, lass die Hüften noch ein Stück tiefer sinken. Spür das in deinem Körper, fühle es. Und dann zieh dich nach hinten, öffne die Seite. Zieh dich nach vorne, linke Hand nach unten, rechten Arm nach oben zu nehmen. Tief einatmen, ausatmen, Armlänge zum Kopf. Wunderbar, kreis mit den Armen. Hand nach unten. Großer Schritt mit dem rechten Bein nach vorne. Und dann komm nach unten in die Hocke. Ellbogen an die Innenseite der Knie. Lass die Wirbelsäule sich lang nach oben ziehen. Erde dich. Bring die Energie nach unten, spür deine Hüften, dein Becken. Das, was dich mit der Erde verbindet, mit der unglaublich kreativen sexuellen Kraft, die unter uns liegt. Atme ein und aus. Atme ein durch dein Kraftzentrum, Perineum. Zieh den Atem hoch über die Wirbelsäule, über den Scheitel und vorne wieder nach unten. Feuer- und Wasserzyklus, alte Weisheiten des Taoismus, ganz kraftvolle Übung. Einatmen, ausatmen, über vorne. Stell dir vor, wie Wasser, das über die Vorderseite deines Körpers fließt. Einatmen, aktiviere Beckenbügel, zieh das Prana hoch, ausatmen, über vorne nach oben. Letztes Mal, einatmen. Leg die Hände auf die Erde, verlagere dein Gewicht nach vorne in die Hände für die Krähe, zieh die Füße nach oben, finde deine Balance, finde deinen Fokus. Puh, und fliege, yes!
Knie durchstrecken, Zehen nach innen, Beuge die Knie, roll dich Wirbel für Wirbel hoch. Ah, einatmen, öffnen. Und ausatmen, lass dich schütteln. Oh. Lass dich weich werden. Schüttel alles ab, bring deine Hüften in Bewegung, deine ganze Wirbelsäule, Schultern, Kiefer geöffnet. Schüttel alles ab. Wunderbar. Einatmen, sammel die Energie, verbinde dich mit deinem höheren Selbst, ausatmen. Bring die Hände vor deinem Herzen zusammen zur Geste Namaste. Spür die Füße verwurzelt in der Erde, Becken gut nach vorne gekippt, Knie leicht gebeugt, Wirbelsäule aufgerichtet. Atme hinein in dein Herz. Und lächle ihm zu. Danke deinem Körper, danke deiner Seele. Dankbarkeit ist die höchste Form des Yoga. Bring deine Hände zur Stirn für Frieden und Liebe in deinen Gedanken. Bring deine Hände zum Mund für Frieden und Liebe in deinen Worten. Und bring deine Hände zum Herzen für Frieden und Liebe in deinem Herzen. Namaste. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Yes, let's do this. Ha ha ha.